So, und da geht's mit der zweiten Folge hier auf Dragon Crusade. Wir leveln, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir haben jetzt 6 Level. Wow, wir haben jetzt gerade. Wow. Wir haben jetzt 33 Minuten gelevelt bisher. 32. Und momentan, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wir haben jetzt 6 Level. Oder 7 Level? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6 Level. Genau. In einer halben Stunde gemacht. Wir haben es hart verkackt zwischendrin. Wir haben es sehr hart verkackt. Und ich meine, die XP wäre natürlich jetzt weniger einerseits, andererseits aber mit so einer krasse Level-Taktik entwickelt, die wir einfach bei den loweren Mobs leveln, die weniger HP haben und die wir einfach dafür verbunden können. Und wir können ja wirklich da. Ja, wir, keine Ahnung. Wir rushen halt effektiv durch wie sonst was. 1300. Wow. In 13 Minuten 1300 Mobs gekillt. Ja, okay, das ist. Also auf CWFLIFE habe ich 2.000 bis 3.000 Mobs in einer Stunde geschafft. Es ist halt wirklich krasser als Midraid. Es ist halt wirklich krass. Es ist wirklich krass. Schaut euch das einfach mal an, was wir hier machen. Also ja, die XP sind jetzt deutlich gesunken leider. Das ist ein bisschen schade. Aber ich meine effektiv, ich meine. Es geht hier wirklich, es geht hier krass voran. Und auch die HP steigen langsam und so. Und generell auch der Damage und End und so, das ist natürlich jetzt schon nice. Ich kann ja auch mal ein bisschen im GW ein bisschen mehr mithalten. Generell im GW werde ich jetzt dann vielleicht auch mal abreißen. Einfach die GW-Arena abreißen, so rein mit dem Bagger und weg damit. 43er. Wo sind eigentlich die anderen Mobs? Ich habe den komplett verloren. Ja, also. Bei solchen Spawns ist es egal, was man killt. Man kann ja auch iBots killen, irgendwie. Ganz egal. Und selbst wenn jedes Mob halt nur so 0,1% geben würde oder so. Gibt es wahrscheinlich sogar, oder? Ne, mehr 0,3 oder so. Wäre halt trotzdem noch wurscht, weil. Warum halt? Also. 145 gibt es auch noch? Nein, warum bin ich 100? What? 104. Oh. Kacke. Wait, haben die gerade nicht vorher schon gekillt oder so? Und was ist andere Mobs wieder? Und was 100. Keine Ahnung. Irgendwie viel Damage, oder? Wisst ihr was? Scheiß drauf, wir aktivieren noch irgendein Beat hier. 3% Attack, reicht vielleicht sogar schon. Ich wollte eigentlich das Pad switchen, aber scheiß drauf. Nein, immer noch nicht. Ey, come on, 1000 HP noch immer? Haben wir alle Buffs? Level 19, ja, aber trotzdem. Ach, come on. Was können wir aktivieren? Crit Chance, let's go. Mistviech, was haben wir hier noch? 143? Sind auch 143? Hä, es gibt zweimal 143er Mobs. Dani. Irgendwas ist hier falsch. Ja, egal. Wir gehen einfach dahin, wo das Spawn gut ist. Boah, holy shit. Läuft aber gut. Also selbst bei den Mobs läuft es gut, weil normalerweise haben wir kleinere Mobs, kleine Redboxen. Und kleine Redboxen bedeuten meistens, dass man nicht so viel erwischen kann. Aber Flife hat ein anderes System, scheinbar. Flife denkt sich so, ja, Hitboxen, so. Wer braucht Hitboxen? Oh.
Gearscore aktuell 5185. Das ist gar nicht mal so viel. Wir brauchen uns nämlich noch viel, viel mehr. BR, glaube ich, hat 5,4k oder so. Unpraktisch. Kalgas weiß ich jetzt nicht. Müssen wir in der Regel, glaube ich, noch einiges hier machen. Oh, Level Up, nice. Wo waren es gerade die anderen Mobs? Fuck. Die waren noch hier hinten irgendwo, oder? Genau die da. Hä? What? Ernsthaft? Das gibt's doch jetzt nicht, oder? 700 Damage fehlen. Durch was kriege ich jetzt 700 Damage eigentlich? War's eine Shitshow. Dring master hier dich selbst. Da ist er wieder. So, noch 22 Minuten für 5 Level. Wir schaffen es halt einfach nicht. Fuck. Das wird halt einfach definitiv nichts mehr. Quests sind auch wichtig, ja. Verdammt. Bisschen verkackt. Jetzt hielt der Ringmaster wieder. Hä? Halt doch den. Mann, ey. Okay, jetzt endlich. Braucht nicht für die Gilde und so. Müssen wir schauen, dass wir gut genug kriegen. Wie spät haben wir denn? 1 Uhr. Halt noch eine Stunde. Eine ganze Stunde durchzuziehen ist, glaube ich, zu viel. Gut, andererseits, wir haben so viele von den grünen Amplis. Wir können dann auch für ein paar Minuten nicht aktivieren. Ja, kann ich auch machen. Eigentlich schon. Wobei, ich glaube, braucht 99,9%, oder? Ich würde halt nicht wieder so lange aufbleiben. Ist aber auch eine Kacke dann. Die Buffs. Ja gut, ich meine, die restlichen Buffs sind die rein schon erst. Oh! Er hat mich erhört. Er hat mich einfach erhört. Nein. Mistviech. Blöde Fliegen. Okay. Okay, klar, wir hätten es auch aktivieren können. Oh, ich bin lost. Klar, das glaube ich kostet nur ein Pairing oder so. Oder was war denn das? Ich weiß gar nicht genau. Hä? Wir kriegen weniger XPS. Wait. Hä? What? 0,1% nur noch? Warte, was ist jetzt los? Wait. Och, Dani. Was ist das denn? 0,11? Ja, nee, auch 0, hä? Auch 0,11? Hä? War das gerade nicht irgendwie... Ach ja, die XP... ja. Stimmt. Ja, ich hab's vergessen. Das Thema hatten wir schon mal. Irgendwie geben die XP, Mobs teilweise unterschiedliche XP oder so. Es ist ganz komisch. Auf jeden Fall, ja. Body Leveling, bringt es irgendeinen Unterschied? Nee, bringt genauso viel. Okay. Na gut. Was geben die Viecher jetzt hier? Null sechs. Ah, immer zwei. 0,2? Das sind 0,2 rum ab. The fuck? 145 bringen so viel mehr? Ja, okay, verdoppelte XP bleibe ich schon hier. Ja, auf jeden Fall. Und bald können die dann auch wieder one-hitten und so. Das ist auch wieder praktischer. Oh, die Monstermengen, die mir killen. Das ist einfach nicht mehr normal. Das ist halt echt übel aktuell. Ich meine, schaut euch einfach mal an, was wir hier gerade tun. Das ist ja illegal.
Oh, und schaut her. Boom. Ja, es ist halt... Also ja, ich merke, es geht halt wirklich langsam echt... Ja, es geht sehr viel langsamer als vorhin. Ich überlege halt echt, ob ich einfach lieber früher ins Bett gehe, anstatt jetzt halt irgendwie wieder die ganze Nacht hier... Das heißt die ganze Nacht, aber halt schon wieder ewig viel Zeit hier verschwendet. Morgen will ich wieder einiges an Zeit fürs Lernen investieren. Ist vielleicht nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt wieder ewig lang am Zocken bin. Oder? Ist doch so. Und da kam gerade noch ein Destroyer World Buff rein. Easy. Nice. Mann, ich bin gerade echt so gedanklich so zwischen dem einen und dem anderen irgendwie, zwischen dem einen und dem anderen Extrem. So 50% immer sagen so, ja komm, mach halt noch schnell fertig, dann kannst du irgendwie, ja weiß ich nicht. Gibt es irgendwelche Dungeons, die man farmen kann oder so? Kein Plan. Aber, ja. 140, lol, 140er. Ja, also bei den Mobs, wenn wir die, also jetzt schon mal die Mobs wieder gewonnen hätten und so, geht es natürlich wieder so viel schneller. Es ist halt krass. 20% in der Minute oder so, was haben wir jetzt gemacht? Keine Ahnung. Effektiv, so, quasi. 20 AOE ist ein Level Up. 20% dann. XP? Fragezeichen? Von Einzelnen? Der AOE ist einfach so groß, dass wir nicht mal einen kriegen. 0,14, wow, okay, die XP sinkt aber krass. Ja, ich denke mal, da müssen wir doch zu 155er dann gehen. Weil es aber nicht anders geht. Schade. Blöd, blöd, blöd. Naja, wir merken schon ziemlich, dass die XP aktuell sinken. Ja, dann machen wir es, glaube ich, so. Lieber cast ich dann wieder zwei AOEs und dann... Ja. Ist zwar schade, aber geht halt einfach nicht anders. Ich würde mal ganz gerne die anderen Rhinos da probieren, weil die haben mir ja damals so viel XP gegeben, das war ja Wahnsinn. Noch. Ist das übel. Lol. 23%, 24%, 25%, 26%. Lol. 27%, 28%. Schnell einfach leveln, das ist halt brutal. Das ist echt heavy. 30%? 32%? Boah. 334k maximal HP als Mentalist. Mhm. Not bad. Das war bin ich noch ein bisschen entfernt. Minimal. Ich überlege aber schon, ob ich mir auch ein HP-Equipment mache, weil es macht halt einfach Sinn als Ela, als Psy. Andererseits, ja. Oder, aber ich meine, was verlieren wir denn überhaupt? 20% Attack. Der Rest ist irrelevant. Cast-Time, ja, okay, aber wir verlieren echt nur 20% Attack. Also ich rede jetzt vom GW, nicht für Leveln oder so. Gut, ich meine, Flynn hat effektiv den ganzen Upcut-Stone, was schon wieder viel ist. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Andererseits, wenn ich mal so schaue, wie viele Leute sich an mir selbst dann killen, ist halt lustig. Also teilweise killen sich mehr Leute an mir, als ich sie kill. Einfach so halt irgendwie, keine Ahnung. Denkt sich so, ah, der Psy ist low, Level 135 und dann so, ups. So lustig. Was habe ich an Reflect? 180%, lol. Aber es skaliert auf PvP, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe 800 Lakotten, lol. Krass. Echt nicht schlecht.
13 Minuten. Ja, effektiv 4 Level für uns. Wir müssen mal schauen, wie viel das die 155er geben. Weil damit steht und fällt alles effektiv. Wenn die genug geben, okay, GG. Aber die hat einfach nichts geben, dann scheiß drauf. Ich glaube, so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Ja. That's the way. Ah ja, ich bin echt ein bisschen schockiert, wie wenig XP das hier so gibt. Also, kein Cheer. Ah. Also für das Level aktuell, wir haben ja... Also angenommen, wir sind jetzt hier jemand, der nicht viel Equipment hat, der vielleicht 101 levelt. Irgendwie, keine Ahnung, irgendeine langsame Klasse. Die ist ja echt schon lang beschäftigt. 3000 Mobs in nicht mal einer halben Stunde. Ich habe nicht erwartet, dass Psyche so broken ist. Ich habe es zwar gehofft und so, ja, aber ich habe es nicht erwartet. Boah, wie es abgeht. 85% schon wieder. Hm. 90%. Oh, es macht so Spaß irgendwie momentan. Das ist halt auch wirklich das, was noch Spaß macht in Flife. Wenn man halt einfach Progress macht. Und... So, ich hatte irgendwie echt so Lust, auch Offi zu spielen und so, aber gefühlt... Also das Pay-to-Win stört mich halt einfach brutal. Selbst die Premium-Mobs musst du halt irgendwie mit Geld bezahlen und... Ja, da kommst du nicht voran. Kommst du einfach nicht voran. Und auch später Dungeons farmen ist wirklich scheiße. Brauchst ein riesen Team. So, jetzt nehme ich aber schnell so auf um 1 Uhr nachts. Mach das mit dem Offi. Okay, 1% pro Mob, das lohnt immer. 0,1. Dann gehen wir. Moment. Bahara. Und zu den Mobs. 0,2. Mhm. Okay, interessant. 155. Mhm. Ja, okay, von XP her so mittelmäßig. Aber 200 KP ist echt... Die AP machen es eigentlich nur so tricky. Der ganze andere ist eigentlich wirklich okay. XP ist halt okay. Ja, ich kann es nicht one-hitten mit einem AOE. Ja, es klappt nicht. Also mit unserem Plan klappt es nicht. 10 Minuten, das reicht nochmal. Lol, die geben fast gar nichts mehr, what the fuck. Okay. Merkt mir erst, wie stark das die XP sinken aktuell. Halt echt unerwartet irgendwie. Was farme ich für den komischen anderen Viecher, anderen, komischen Material da eigentlich? 400 bisher, na. Eher wenig eigentlich. Questies? Lol. Ah, die ganzen Mobs. Powerful Pet, okay. Geht heute natürlich down. Droppt das Ding überhaupt irgendwas? Jetzt Questies, okay. Einfach nix, wirklich nix. Wow. Also Droprate von den komischen Dragons ist echt sehr gering. Naja. Ja, die XP langsam echt auch weniger. Hm.
ist echt nicht mehr so extrem gut. Also ich vermute, dass ich mache das dann irgendwie offscreen. Also nicht offscreen. Am nächsten Tag dann irgendwann. Wahrscheinlich irgendwann morgen oder so. Wir haben jetzt 1:15. Das lohnt nochmal eigentlich. So, okay, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade gedacht, die Skills waren aus. LOL. Weil er gerade wieder aktiviert hat. Holy shit. Das wäre es gewesen. Ganze Zeit ohne Skills gelevelt. Oh. Ja, der Nachteil ist natürlich generell. Also gut, hier levelt sich das echt scheiße irgendwie. Die Spawns sind halt so. Ja, echt bestenfalls mittelmäßig. Und. Der Fakt, dass wir nicht one-hitten, ist halt auch wieder so ein Problem. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Lass uns mal kurz testen. Mistviecher, komm. So, wo haben wir unser Padding hier? Da ist das Ding. Zack, zack. Ein Level, genau. Wow, okay, 8, lassen wir erstmal. 67 End. 908 End. 3 kam ja AOE Damage. Not bad. Das ist ja natürlich schon was anderes. Das läuft jetzt echt gut. Das läuft überraschend gut aktuell. Also ich meine, 1000 Int haben wir wirklich bald erreicht eigentlich. Dann noch Awakes boosten, ein paar Ringe appen, ja, GG. Effektiv, GG. Ich meine, was kriegen wir noch raus pro Ring? 16 Int pro Ring, 32 Int. Relativ günstig. Naja, nicht günstig, aber es geht. 32 Int. Sockel locker nochmal 14, 28. Und ansonsten noch hier vielleicht ein besserer Awake. Also die 1000 Ents sind halt wirklich, sind echt erreichbar. Nein! Ach ihr, ich hasse diese Spiele. Meine HP sind aber irgendwie auch schon wieder weniger, oder? Hatte ich gerade nicht gerade 34 HP? Irgendwas ist abgelaufen, also irgendein Buff oder so wahrscheinlich. Naja, was willst du machen? Gib mir das Zeug. Give me the stuff. Oh, what the fuck? Okay, man, der macht krass Schaden. Man, echt super viel Schaden. Hab ich unterschätzt. Ich bin übrigens gerade auch relativ gespannt dabei zuzuschauen, wie ihr mal abstimmt bei den Umfragen. Für mich persönlich ist es super interessant. Also generell, ich bin generell so ein bisschen Fan von Statistiken und so und Umfragen. Aber ich bin wirklich in jeder Hinsicht sehr, 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 überrascht. Also, manche Sachen, wir werden in Ruhe drüber reden, deswegen will ich noch nicht konkret damit anfangen und so. Aber zum Beispiel mal so das Thema Grafik in Flife. So, was wird in Flife verbessern, wenn ihr eine Sache verändern könntet? Grafik in Flife, ich dachte mir so, vollkommen egal, so Flife ist halt so voll zeitlos und so. Aber wirklich viele stimmen halt wirklich ab und sagen so, ja, Grafik hätte ich gern besser. Habe ich halt nicht erwartet. Aber finde ich interessant. Ich meine, ich kann es verstehen. Aber, ja. Wir leveln ja gerade nicht sonderlich effizient, oder? Ja, ich glaube, wir könnten eher wieder so bei Hit and Run AOEen. Ich muss mal wieder umstatten dann. Ist das sinnvoller vielleicht? Nein. Oh. Na, ich weiß nicht so recht. Die Spawns sind irgendwie echt nicht so gut. Irgendwie ist es so mittelmäßig irgendwie. Bin mir nicht sicher, wie wir am besten leveln.
bin auf jeden Fall sehr froh, wenn wir halt dann weiterkommen zu endlich auf Dragon Rank, dann bin ich halt echt happy. Und ich meine, ich kann dann so viele Dungeons endlich auch farmen, vor allem offscreen. Da scheitert es halt momentan generell ziemlich noch dran. Was kommt denn alles? Duskcave, oh, allein Duskcave ist so wichtig. Island Expedition, ja, die besseren Sets und so, ja, brauchen wir noch. Da kommt noch einiges auf uns zu. Oh, fuck, es gibt die besseren Sets. Oh no. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe das genommen, weil ich mir so dachte, so, ja, die paar Int und Cast oder whatever. Scheiße, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Vielleicht habe ich doch das falsche Set genommen. Oh, 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 oh. Blöd, blöd, blöd. Ganz, ganz, ganz blöd. Was macht man da? Naja, ich meine, andererseits, was bringt schon Schaden? Also effektiv, irgendwann hat man immer so viel Schaden, dass es eigentlich egal ist, ob man nochmal 5% mehr macht oder eben nicht. Und ich glaube halt, mehr HP bringt halt fast mehr als mehr Schaden. Natürlich im Midgame und so ist es eine andere Sache, oder im ja, Late-Game. Aber so Endgame oder Richtung Endgame, eigentlich auch schon im Late-Game, ist es eigentlich fast egal. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, was ich in der letzten Folge angerissen habe mit 7 Days, was ich vergessen habe zu adden. Wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt eine 7 Jahre alte 7 Days Version ausgegraben haben. Ja, Fly-Spieler können das Ganze nachvollziehen. da dann den alten Mod reinhauen, ein großes altes Modpack, und das spielen. Einfach, weil es halt wirklich richtig hardcore war. Also es war so knüppelhart, holy shit. Ich kann es euch gar nicht sagen. Für die, die 7 Days zocken, Starvation ist nicht so krass wie True Survival, aber also das ist eine richtig ordentliche Herausforderung. Und einfach, weil wir halt einfach dieses weichgewaschene Gameplay wirklich hassen mittlerweile. Also so, wir haben jetzt in 7 Days natürlich sehr viel Spielzeit. Also, so viel, dass es eigentlich schon ein bisschen krank ist. Ich habe jetzt in 7 Days, glaube ich, ungefähr zweieinhalbtausend Stunden Spielzeit. Es ist eins der Games, die ich halt sehr, sehr viel suchte, beziehungsweise schon lange suchte. Ich spiele jetzt halt Alpha 4 jetzt. Ist Alpha 22 effektiv draußen? Also, Release-Version 1.0 ist Alpha 22 effektiv. Und natürlich über all die Jahre, ich rede von 12 Jahren oder so, vielleicht 13 Jahre sogar, kommt natürlich sehr viel Spielzeit zusammen. Und auch die Freunde, mit denen ich spiele, haben ja auch, ich glaube, von denen hat keiner mehr unter 1000 Spielstunden. Also, die sind halt, ja, so kombiniert haben halt wirklich so viel Erfahrung und so viel Skill halt mittlerweile einfach auch in dem Spiel, dass es, das auch gewissermaßen, wie soll ich sagen? Dass man irgendwie die Herausforderung braucht, um überhaupt noch Spaß zu haben, wisst ihr? Und ja, es ist blöd, aber tatsächlich muss man auch zu solchen Mitteln greifen, irgendwie damit halt wenigstens Spiele Spaß machen. Und ich verstehe es nicht, die ganze Spielindustrie ist irgendwie so am Arsch momentan. Also, ich liebe 7 Days, ich meine, sonst hätte ich nie so lange gezockt. Aber das ist krank. Stell dir mal zum Beispiel vor, Blood Moon, 7. Tag. Wirklich so dieser Tag, wo halt dann wirklich hunderte Zombies kommen. Ihr droppt mehr Munition, als ihr verbraucht habt. Ihr geht mit einem Munitionsplus aus dieser Nacht raus. Oder ihr lootet eine Box und bekommt, also es gibt so Munitionsboxen, klar, da ist Munition drin, logisch.
Aber der höchste Loot, den hier mein Kumpel rausgeholt hat, und er hat noch nicht mal Looting geskillt, das heißt, normalerweise, wenn man noch Looting skillt, bekommt man ja auch noch mehr raus, theoretisch. Er hat das gelootet. Um euch mal kurz noch ein bisschen einen Vergleich zu geben. Mit der Shotgun verbrauche ich ungefähr so 400 Schuss an einem siebten Tag. Ganze Nacht. Das ist wirklich lang und wirklich richtig viel Action. Da killen wir dann ungefähr miteinander so 1000 Zombies etwa. Und die anderen mit SMG und Co., die verbrauchen halt so 600, 700, 800, vielleicht mal 1000 Schuss oder so. Ja, da war wieder dieses Ding gelootet. Und er zieht ziemlich genau 1000 Schuss Munition raus. Aus einer Kiste. Das, also, da habe ich dann für mich persönlich innerlich gequittet. Das Ding ist, normalerweise Munition zu machen, ist echt, es dauert. Und es ist auch gut, dass es dauert, weil man will ja keine Munition geschenkt kriegen, also hinterhergeworfen kriegen. Ich meine, es soll auch irgendwie einen Wert haben. Und die Sache war die, normalerweise, du farmst Nitrat, du farmst Kohle, craftest du dann zu Gunpowder, dann schmeißt du Messing ein, Lead, was war Lead auf Deutsch? hab's vergessen. Ply. Und dann craftest du den Crafting Table zusammen zu der jeweiligen Munition. Andere Munitionsarten wieder, andere Sachen und so, aber effektiv so sieht's aus. Und für diese 1000 Schuss Munition bist du echt beschäftigt. Sind zwei Spieler gut beschäftigt. Und wenn man halt einfach dann den kompletten Vorrat für ein bis zwei Spieler für den kompletten siebten Tag einfach so geschenkt kriegt, ja, da ist es wirklich vorbei. Aber das Problem ist wirklich, es ist nicht mal ein Einzelfall. Es passiert ständig in der Spielerbranche. Die ganzen Spiele sind sowas von casual heutzutage irgendwie. Es macht einfach keinen Spaß mehr. So, ich will doch spielen, um irgendwie Spaß zu haben. Ich will Progression haben. Ich will. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich will doch nicht so einen weichgewaschenen Mist haben. Wie gesagt, so ein Flife ist ein bisschen was anderes. Da ist das Spiel, der Content des Spiels ist ein anderer. So, du spielst nicht jede Stunde, um dann irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas Krasses zu schaffen oder irgendwas Krasses zu vollbringen. Das macht halt irgendwie keiner. Oder will halt, glaube ich, auch keiner. Oder fast keiner. Aber so in einem Survival-Game, in einem Zombie-Survival-Game mit Base-Building und so. Pff. Naja. Da will man es eigentlich schon haben. Und deswegen, ja. Ich bin mal gespannt, ob die das Ganze nochmal ändern. Aber ich habe keine großen Hoffnungen, ehrlich gesagt. Und das Problem ist wirklich, 2500 Stunden habe ich reingeschickt in das Spiel. Und ich glaube, jetzt könnte das halt echt so langsam zum Ende kommen. Vielleicht später wieder mit Mods, ja? Vielleicht mit Mods, wenn die halt wirklich wieder schön hardcore sind und so, okay. Aber so Basisspiel ist für mich gelaufen irgendwie. Ja. Und wie gesagt, das ist bei mir momentan wirklich bei ganz vielen Spielen so der Fall. Und das sagen halt einfach auch generell viele Leute, dass bei denen ehrlich ist. Also vielen geht's einfach so. Deswegen. Naja. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.